Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Elden Ring Video ist heute für euch am Start. Und na, geht es euch auch manchmal so? Umringt von Gegnern und keine Chance mehr auf die Flucht oder den Sieg? Tja, dann habe ich hier einige Anfänger und fortgeschrittene Tipps für euch, die euch im Kampf um einiges robuster machen sollten. Zunächst einmal fangen wir an mit den Grundlagen, dem Ausdauermanagement. Jede Aktion im Kampf, ob blocken, schlagen oder ausweichen, kostet euch Ausdauer, der grüne Balken. Das richtig zu managen ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Souls-Spiele und so auch Elden Ring. Fangt am besten jeden Kampf erstmal damit an, euren Gegner zu fokussieren, indem ihr den rechten Stick am Controller hineindrückt. Dann müsst ihr euch schon mal nicht mehr um die Kamera kümmern. Dann beobachtet ihr euren Gegner genauestens, studiert sein Moveset und wisst, wann die Schläge kommen, die man bestrafen kann. Welche Schläge sind leicht, die man lieber blocken sollte mit dem Schild? Welche Schläge sind hart, telegrafieren sich dafür allerdings auch lang, kosten aber, wenn ihr sie trotzdem blockt, eine Menge Ausdauer. Wenn ihr also die ganze Zeit nur euer Schild oben habt oder auf der anderen Seite zu viel zuschlagt und dann nicht mehr genug Ausdauer habt, um euch zu verteidigen, wird euer Schild bei einer leeren Ausdauerleiste zur Seite geschlagen, eure Haltung ist damit gebrochen und wenn da noch ein zweiter Gegner steht, wird er euch schön einen Schlag in die Seite versetzen, ihr werdet also dafür bestraft. Versucht also dementsprechend eure Ausdauerleiste immer auf dem hohen Level zu halten. Wenn ihr einen harten Schlag geblockt habt, geht ein Stückchen nach hinten und lasst eure Ausdauer schneller regenerieren, indem ihr das Schild kurz runternehmt. Das funktioniert nämlich wesentlich schneller. Wenn ihr euer Schild nur die ganze Zeit oben habt, dann ist das eine wesentlich langsamere Ausdauerregeneration. Und wie gesagt, bei harten Schlägen solltet ihr generell üben, auszuweichen, anstatt die zu verteidigen. Wir kommen auch noch gleich zum Parieren, das könnt ihr natürlich auch machen, aber Ausweichen erlaubt euch, durch den Schlag durchzutauchen und Ausweichen hat generell ein paar Unsterblichkeitsframes. Das bedeutet, wenn der Schlag euch normalerweise treffen würde, aber ihr ausweicht, bekommt ihr dementsprechend keinen Schaden. Wenn ihr in Richtung der Gegner bzw. hinter sie rollt, könnt ihr außerdem noch in eine bessere Position gelangen, um denen in die offene Flanke zu schlagen. Aber generell wollt ihr gar nicht mal jedem Schlag unbedingt ausweichen. Leichte Schläge kann man super blocken, um sie dann mit einem Konter zu bestrafen. Das funktioniert so, dass ihr ganz normal Schläge mit eurem Schild blockt und dann einen Schlag mit R2 folgen lasst, sodass hier ein richtig schöner Konterschlag möglich ist. Das ist neu in Elden Ring, das gab es davor noch in keinem Souls-Teil. Also leichte Schläge lieber mit dem Schild blocken, schweren Schlägen lieber ausweichen. Das funktioniert aber nicht bei jedem Gegner so leicht. Manche Gegner sind da unnachgiebig, die lassen euer Schild nicht so leicht runterkommen oder den Konterschlag ansetzen. Da müsst ihr schon ein wenig geschickter sein, mit dem Ausweichmanöver zum Beispiel. Oder aber ihr versucht zu parieren. Das ist Timing-basiert, das heißt, wenn ihr einen Schlag kommen seht, müsst ihr im richtigen Moment L2 mit eurem Schild drücken, um den gegnerischen Schlag abzuwehren, ihn offen stehen zu lassen, um dann einen richtig mächtigen Schlag hinterher folgen zu lassen. Nach einer geglückten Parade wollt ihr ganz nah ran an den Gegner und dann R1 drücken, ansonsten macht ihr nämlich nur einen ganz normalen Schlag und euer Zeitfenster ist vorbei. Aber wie gesagt, das hier richtet sich eher an die Elden Ring Profis oder solche, die es werden wollen, denn hier ist Geschick und Timing gefragt, aber nur durch Übung wird man auch ein Meister. Aber wichtig, das funktioniert nicht bei jedem Gegner. Manche sind zu stark oder zu groß, um das wirklich zu vollführen. Aber hier ist eben Ausprobieren dann angesagt. Generell wollt ihr bei Endbossen oder schweren Gegnern immer eine Mischung aus Moveset studieren, leichte Schläge mit dem Schild abwehren und schweren Schlägen ausweichen machen, damit ihr da ans Ziel kommt. Natürlich könnt ihr euch noch Hilfe holen, dazu kommen wir dann am Schluss vom Video. Aber was ihr auch machen könnt, ist die Haltung von Gegnern zu durchbrechen. Und das funktioniert ganz ähnlich wie bei euch, indem ihr viele Schläge hintereinander setzt. Also stellt euch das einfach so vor, dass jeder Gegner einen unsichtbaren Schild vor sich hält und eine Ausdaueranzeige hat. Und wenn ihr die Ausdaueranzeige runterbekommt, indem ihr ganz viele Schläge hintereinander setzt, dann durchbrecht ihr seine Haltung und könnt ganz nah rangehen und R1 drücken, um einen mächtigen Schlag zu vollführen. Aber wichtig, wie auch bei euch, wenn ihr ihn in Ruhe lasst, wird sich irgendwann die Ausdauer auch wieder regenerieren und ihr müsst wieder von vorne anfangen, um die Haltung langsam aber sicher zu durchbrechen. Generell durchbrechen R2 Schläge die Haltung schneller, vor allem die aufgeladenen, wo ihr R2 gedrückt haltet, sind dahingehend am effektivsten. Und wenn ihr wirklich komplett auf Angriff setzen wollt, gar nicht mehr blocken, nur noch ausweichen, dann nehmt ruhig die Waffe in beide Hände, indem ihr 3 gedrückt haltet und dann R2, dann könnt ihr pro Schlag am meisten Schaden verteilen. Ihr könnt sogar damit immer noch blocken, auch wenn ein bisschen von dem Schaden durchgeht. Generell, falls ihr das Problem habt, trotzdem Schild immer ein wenig Schaden zu kassieren bei jedem Block, dann habt ihr kein 100% Schild. Achtet darauf, dass bei körperlich wirklich 100 steht, erst dann geht 100% des Schadens auf den Schild, kostet zwar immer noch Ausdauer bei jedem geblockten Schlag, aber zumindest ist das nicht die Gesundheitsanzeige. Und jetzt kommen wir zu ein paar der fortgeschrittenen Tipps. Generell wollt ihr bei einer Gruppe von Gegnern immer erst die leichten auseinanderpflücken, bevor ihr euch um die schweren Gegner kümmert. Das macht ihr am besten so, indem ihr bei einem Kampf euch kurz mal rauszieht aus der Gegnergruppe, erstmal die Leichten herankommen lasst
um die Gegnergruppe herumstolziert, guckt, ob sich da einer aus der Gruppe löst und den dann fokussieren. Versucht euch die Gegner herauszupicken, die entweder wenig Gesundheit haben oder kein Schild, wo ihr schnell hingehen könnt, zwei, drei Schläge setzen und wieder aus der Gruppe herausrollen könnt, ohne dafür bestraft zu werden. So pickt ihr euch einen nach dem anderen raus. Falls das nicht so einfach ist und die Gegner wirklich im engen Klumpen beieinander bleiben, dann versucht es mal mit dem Sprungschlag. Der überbrückt eine überraschend große Distanz, funktioniert sogar manchmal bei den größeren, schwereren Gegnern, die nicht damit rechnen, dass sie einfach mal von oben angeflattert kommt. Kombiniert hier am besten Sprung mit R2 für die Gegner am Boden und Sprung mit R1, wenn die Gegner sich in der Luft befinden. Natürlich ist auch Stealth immer eine Option. Gerade bevor der Kampf losgeht, könnt ihr euch durch eine Gruppe von Gegnern schleichen und schon mal ein paar auseinander pflücken. Oder auch, wenn der Kampf schon begonnen hat, ihr seht, ihr schafft das Ganze nicht, dann zieht euch ein wenig zurück, lasst die Gegner die Aggro verlieren und kehrt dann zurück, still und heimlich, und setzt schon mal den ersten Schlag. Das Tolle ist, in einer solchen Animation seid ihr zum Beispiel auch gefeit vor etwaigen Konterangriffen. Da seid ihr quasi in einer dieser Unsterblichkeitsframes. Ihr könnt dann also nicht erwischt werden, egal in welcher Situation ihr euch gerade befindet. Und ihr könnt diese Schleichmanöver bzw. Backstabs auch anwenden, indem ihr einfach nur um die Gegner herum rotiert. Das funktioniert besonders bei diesen schwereren Ritterboys ganz gut. Also einfach immer schön rechts um die herum kreisen und dann, wenn sie schlagen, schnell mal eine Ausweichrolle, um hinter sie zu gelangen und dann in den Rücken stoßen. Das ist eigentlich immer die beste Option. Fernkampf ist allerdings auch eine und die könnt ihr euch gleich eröffnen bei jedem Charakter. Falls ihr also nicht eh schon der Magie oder des Bogens mächtig wart, könnt ihr hier unten links auf der Karte beim Strand vorbeischauen. Hier wartet ein Händler auf euch, der euch einen Kurzbogen und so viele Pfeile wie ihr wollt anbietet. Und damit könnt ihr dann mithilfe des Bogens Feinde herauspullen aus Gegnergruppen, einfach beschießen, dann haben die Aggro, dann kommen die auf euch zu, dann könnt ihr nicht die ganze Gruppe alarmieren, sondern einzelne Gegner herauslocken. Oder aber ihr vernichtet die Feinde einfach schon mit dem Bogen, denn der macht überraschend viel Schaden, aber achtet darauf, dass ihr Schwachstellen trefft. Meistens ist das der Kopf vom Gegner. Schwachstellentreffer erkennt ihr daran, dass Gegner nochmal anders zurückweichen, nochmal härter reagieren und vor allem die Schadenszahl über dem Kopf nochmal ein wenig größer ist. Aber verlasst euch nicht zu sehr auf den Fernkampf, nur allzu sehr verschätzt man sich von der Distanz und wird dann von nahenden Feinden überrascht. Aber gerade schon das Pferd gesehen, da geht's direkt weiter mit dem berittenen Kampf. Viele Kämpfe, die zu Fuß fast unmöglich erschienen, werden durch das Pferd erst so richtig eröffnet und wesentlich leichter. Wie ihr das und viele andere nützliche Gegenstände bekommt, habe ich euch im letzten Video gezeigt, einfach mal oben rechts in der Infokarte vorbeischauen. Ihr könnt generell auf dem Pferd nach rechts und links schlagen, indem ihr R1 oder L1 drückt. Ihr könnt sogar schwere oder aufgeladene Schläge setzen, indem ihr R2 oder L2 drückt bzw. gedrückt haltet. Ihr könnt hier generell eine Hit-and-Run-Taktik verwenden, aber passt auf, euer Pferd wird öfter mal getroffen, ohne dass ihr selbst Schaden nehmt. Wenn das zu oft passiert oder eure Haltung gebrochen wird, fallt ihr von eurem Pferd runter und seid offen für weitere Angriffe. Versucht also immer, euer Pferd bei maximaler Gesundheit zu halten. Nicht durch Heiltränke, das geht zwar auch, aber besser noch durch Rosinen. Die könnt ihr ganz einfach im Objektmenü durch die Rover-Früchte craften. Und wo wir schon dabei sind, versucht euer Steuerkreuz ebenfalls zu belegen. Falls ihr hier rechts nämlich mal im Beutel vorbeischaut, könnt ihr ebenfalls dort durch anpassen, euer Steuerkreuz belegen, was manchmal noch praktischer ist, sodass nur noch eure Heilungsgegenstände unten im Objektmenü auftauchen und ihr einen eigenen Reiter für das Reittier habt. Das macht es meistens einfacher und ihr müsst nicht dauernd hektisch hin und her schalten. Wenn ihr eine größere Gegnergruppe vor euch habt, dann lohnt es sich da von hinten ranzugehen und die Gegner einzeln nacheinander fertig zu machen, vor allem wenn ihr auf dem Pferd unterwegs seid. Und wie auch schon zu Fuß, wollt ihr euch hier erstmal um die kleinen Gegner kümmern, bevor ihr dann die großen bearbeiten könnt in Ruhe. Bei den großen Starken wollt ihr immer eine Hit-and-Run-Taktik verwenden, das heißt immer mit Speed an denen vorbeireiten und einen Schlag dabei setzen, ohne selbst getroffen zu werden. Macht das oft genug und der Gegner geht zu Boden, ihr könnt vom Pferd absteigen, ganz nah ran R1 drücken und nochmal mächtig extra Schaden verteilen, um dann schnell wieder aufs Pferd aufzusteigen. Aber auch beim Erkunden macht das Pferd eine gute und vor allem eine schnelle Figur. Wenn ihr diese Windhosen seht, könnt ihr da springen, um einen richtig mächtigen Sprung zu vollführen, um ganz nach oben zu gelangen. Aber wusstet ihr auch, dass ihr die wieder nach unten nehmen könnt? Ja, wenn ihr in deren Richtung abspringt, werdet ihr sehen, dass so ein Windeffekt um euren Charakter passiert, der euren Sturz komplett bremst. Ihr könnt also dort, falls ihr gar nicht wolltet, auch einfach wieder hinunter gelangen. Und falls ihr als Charakter selber viel zu schwer seid und eine Fatroll macht, weil eure Ausrüstungslast zu groß ist, könnt ihr anstatt Sachen abzulegen auch einfach euer Pferd rufen und seid trotzdem auf maximaler Geschwindigkeit. So könnt ihr dicke Ausrüstung nutzen, um viel auszuhalten und einfach nicht mehr von eurem Pferd absteigen, aber Vorsicht, wenn das mal drauf geht, dann seid ihr richtig in der Falle. Und falls euch mal die Heilungsflaschen ausgehen sollten, vernichtet einfach ein paar der leichteren Gegnergruppen und schon bekommt ihr wieder welche zurück. Da lohnt sich die Erkundung gleich doppelt so viel.
Übrigens, was das angeht, versucht euch immer zu heilen, wenn ihr eine ruhige Sekunde habt. Also nicht mit im Kampf, sondern rollt erstmal aus dem Kampfgeschehen raus, wartet den Gegnerschlag ab, der ein bisschen länger dauert, und dann heilt ihr euch in der Sekunde, anstatt nochmal zurückzuschlagen. Das macht oft den Unterschied aus. Und wo wir gerade die Wölfe im Gameplay gesehen haben, möchte ich auf die Beschwörungszauber als nächstes eingehen. Wo ihr die herbekommt, habe ich wie gesagt schon im letzten Video erzählt. Aber wie man die benutzt, ist manchmal etwas kompliziert. Ihr müsst da abwarten, bis ihr wirklich dieses Symbol hier seht links. Dieses weiße Tor. Nur dann könnt ihr Beschwörungszauber machen. Das geht nicht einfach irgendwo in der offenen Welt. Meistens ist das dann ein schweres Areal oder sogar ein Boss, der euch gegenüberstehen muss. Ansonsten funktioniert das nicht. Ähnlich verhält es sich beim Multiplayer. Um selbst beschworen zu werden, um dann einem anderen Spieler in seiner Welt zu helfen, einen Boss zu legen, habt ihr zwei Items zur Auswahl. Den Krummfinger des Befleckten, wo ihr euer eigenes Rufzeichen an Ort und Stelle hinterlasst. Das heißt, der Host muss dann auch wirklich dahin gehen und euch rufen. Oder aber die kleine goldene Statue, wo euer Rufzeichen an eine Herbeirufungsreserve geschickt wird. Das sind diese kleinen Statuen, die so ähnlich ausschauen wie ein Christenkreuz, nur dass anstatt im Kreuz da so ein Halbmond ist. Und das ist ein bisschen kompliziert, denn wenn der Host jemanden beschwören möchte, oder ihr das möchtet, muss eine Krummfingermedizin eingenommen werden. Und die könnt ihr craften, sobald ihr das Werkzeugset von Santa Claus in der Kirche habt, und dann für zwei Erdenblattblumen, die es eigentlich überall in der offenen Welt gibt, einfach einnehmen und ihr legt die ganzen Rufzeichen in eurer Welt offen. Die goldenen für Koop-Partner und die roten, falls ihr Bock habt, auf ein PvP-Duell. Die meisten werden sich finden bei der Herbeirufungsreserve, denn ich denke mal, die meisten Leute werden einfach ihr Zeichen dorthin schicken, der Einfachheit halber. Aber falls euch das nicht reicht und ihr selber auch noch besser werden wollt, bleiben euch mehrere Routen. Die Schmiedesteine, um eure Waffen zu verstärken, die goldene Saat oder die heilige Träne, um eure Heilung zu verstärken, wie ihr die bekommt, habe ich im letzten Video schon erklärt, oben rechts in der Infokarte, oder aber Farmen, Runen, um eure Stats zu verbessern. Hier allerdings Obacht, falls ihr oft mal die Farmroute abgeht und euch wieder hinsetzen wollt, immer erst die Gegner erledigen, nahe eines Rastplatzes, ansonsten könnt ihr das nicht nutzen. Und welche Stats ihr verbessern solltet? Tja, ganz einfach. Kraft und Kondition ist immer gut bei jedem Charakter, ansonsten Geist, falls ihr viel mit Magie macht, und natürlich dann euren Hauptstat, womit eure Waffen skalieren. Also entweder Stärke, Geschicklichkeit, Weisheit oder Glaube. Am besten bringt ihr den Attributswert weiter, der am Anfang schon bei euch am höchsten ist, denn dann verschwendet ihr keine Stat-Punkte. Aber das war's erstmal von meiner Seite. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, ansonsten verabschiede ich mich erstmal. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. United Potatoes, United Potatoes.